Ich weiß noch, wie meine allererste Tanzlehrerin früher immer sagte, das sieht ja aus wie Waldi am Bäumchen. Und ich stand da und grübelte noch Tage danach. Vivaldi am Bäumchen? Verstehe ich nicht. Und müsste es nicht heißen, wie Vivaldi am Bäumchen? Was sie damit meinte, war in der Regel ein Mitglied meiner Kinder- und Jugendtanzgruppe, das irgendeine Übung mit krummen Beinen, also jedenfalls nicht so besonders elegant, ausgeübt hat. Also irgend so ein Bein gehoben und dann dabei die Knie oder die Füße nicht ganz gestreckt hatte. Und nichts gegen meine erste Tanzlehrerin, die war wunderbar und irgendwie hat sie es geschafft, trotz solcher Sprüche, dass man sich nie vorgeführt gefühlt hat. Aber ich habe etliche Jahre später ja dann Bühnentanz und später Choreografie studiert und da habe ich dann verstanden, dass Vivaldi am Bäumchen manchmal genau richtig sein kann. Ich habe nämlich verstanden, dass dieses immer gerade und immer gestreckte Ideal nicht alles ist, was es gibt und auch nicht immer das ist, was uns gerade beim Lernen der Bewegung hilft. Wenn man sich zum Beispiel dehnt und noch nicht so weit kommt, da ist es eher kontraproduktiv, wenn man einfach noch mehr Kraft aufbaut, um sich in diese scheinbar ideale Dehnungshaltung reinzubuxieren. Das führt, wenn dann, zu Verletzungen, aber in der Regel nicht zu einem schnelleren Aufbau von Flexibilität. Es ist also nicht sonst wie effektiv, sich mit Macht in irgendeine gerade Haltung reinzubringen und dann hinterher mit Atemnot und hochrotem Kopf völlig erschöpft zu sein von so ein bisschen Dehnung. Und dann die nächsten Tage mit Muskelkater zu verbringen und 2 Wochen später kaum weiter zu sein als vorher, weil der Körper die ganze Zeit damit beschäftigt war, irgendwelche Mini-Risse in den Muskelfasern wieder zu flicken. Das ist nicht Sinn der Sache. Und da ist Vivaldi am Bäumchen vielleicht genau das Richtige. Denn wenn du die Haltungen in einer Dehnung deinem aktuellen Stand, deinem inneren Gefühl und damit den Fähigkeiten deines Körpers anpasst, dann kannst du so einem sanften Dehnungsimpuls folgen und hast am Ende einen schnelleren Fortschritt. Die Faszien bekommen immer wieder diesen Impuls der Dehnung und der Körper merkt, dass da mehr Beweglichkeit gebraucht wird in diesem Bereich und kann sich dem anpassen. Du wirst mit so einer sanften Herangehensweise an die Dehnung also schneller mehr Flexibilität aufbauen. Außerdem übt man, wenn man solche forcierten Dehnungen weglässt, auch die geschmeidigen Übergänge, die koordinierte Bewegung, die mit so einer forcierten Haltung einfach nicht vereinbar ist. Und auf diese geschmeidige Bewegung kommt es uns doch am Ende im Alltag vor allem an, oder? In diesem Sinne möchte ich dich einladen zu ein paar Videos. Ich verlinke dir eins zum Beinedehnen gleich im Anhang an dieses Video und auch nochmal hier oben irgendwo. Und lade dich auch ein auf meinen Blog, wo ich noch ein paar mehr Videos zum Dehnen zu diesem Thema zusammengestellt habe. Diesen Link findest du in der Beschreibung zum Video da unten. Ansonsten nimm diesen Impuls, in deinem Bereich zu bleiben bei jeder Dehnung und bei allem, was du tust. Finde dein Räkelgefühl in allem, was du tust. Und ich hoffe ganz sehr, dass wir uns bald auf der Matte wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Gehab dich wohl und bis bald. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal und besuch mich auf www.tanzkörpertraining.de. Dort kannst du dir auch kostenlos deinen Übungskalender zur 21-Tage-Yoga-Challenge herunterladen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns ganz bald auf der Matte wieder. Bis dahin.